Spiele und Jugendarbeit, das gehört untrennbar zusammen. Aber warum spielen wir in der Jugendarbeit so gerne? Das haben wir Stefanie Weindl von der katholischen Jugendstelle in Garmisch-Partenkirchen gefragt. Grüßt euch, ich bin Stefanie. Ich spiele wahnsinnig gern, egal ob das Gruppenspiele sind mit größeren Gruppen oder ob das die Gesellschaftsspiele sind an einem gemütlichen Spieleabend. Mir macht es einfach Spaß, da mit anderen was zu erleben, gemeinsam was zu machen, oft auch gemeinsam Lösungen zu finden, damit man zum Ergebnis oder zum Ziel kommt. Und habe einfach Freude daran, mit meinen Freunden auch gemeinsam was zu machen. Warum sind jetzt Spiele für Kinder und Jugendliche so wichtig? Also vor allen Dingen sind es einfach einmal wichtig, besonders bei den Kindern. Sie können da eine überschüssige Energie ein bisschen abbauen und können sich voll auspowern, wie man eben actionreiche Spiele spielt. Sie können lernen, wie sie mit Problemen umgehen, oder sie können einfach auch Probleme lösen in Spielen, wenn man so spielerische Wettkämpfe macht, um so ein bisschen diesen Machtkampf austragen zu können. Sie lernen da andere Sichtweisen und Rollen kennen. Sie lernen sich Fähigkeiten fürs Leben an. Also wie löse ich vielleicht gewisse Dinge, wie gehe ich auf bestimmte Dinge zu. Und sie können sich hier für die Zukunft ausprobieren. Man sieht das immer wieder, wenn sie mal so Rollenspielchen spielen, die Kinder oder sowas wie Vater, Mutter, Kind. Oder auch Arzt und Patient. Sie können einfach in andere Rollen schlüpfen, können das mal probieren, wollen ja wissen, wie das vielleicht ist. Und genau das ist das Wichtige für uns in der Jugendarbeit. Wir sind ein Lernfeld hin zum Erwachsenwerden und da können wir Kinder und Jugendliche begleiten, indem wir ihnen da die Möglichkeiten geben, in andere Rollen zu schlüpfen, Fähigkeiten auszuprobieren und sich da neue Dinge anzueignen. Aber das Wichtigste beim Spielen ist einfach immer nur, Spielen macht einfach Spaß. Spiele gehören untrennbar zur Jugendarbeit. Du kannst Spiele verwenden zum Kennenlernen, um Kontakt mit anderen zu knüpfen, um gemeinsam Spaß zu haben, zur Entspannung, zum Lösen von Gruppenproblemen, gegen Langeweile, zum Austoben, zum etwas Lernen, um kreativ zu werden und. Damit das mit den Spielen auch richtig klappt und allen richtig Spaß macht, gibt es jetzt einige Punkte, die du beachten solltest. Planung. Eine gute Vorplanung ist die halbe Miete. Überleg dir, mit welchen Gruppen du es zu tun hast. Welche Interessen und Wünsche gibt es? Gibt es Vorlieben? Oder gibt es auch einzelne Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die Handicaps haben? Was willst du mit deinem Spiel erreichen? Also, welches Ziel hast du? Welche Rahmenbedingungen gibt es? Raum, Zeit, seid ihr ungestört? Welches Material brauchen wir? Und bei mehreren Gruppenleitern oder Gruppenleiterinnen ist die Frage, wer denn jetzt die Spielleitung übernimmt. Mit der Zeit wirst du als Jugendleiter oder Jugendleiterin viele Spiele einfach mal so aus dem Ärmel schütteln können. Trotzdem ist eine gute Vorplanung immer wichtig. Nicht jedes Spiel passt zu jeder Zeit. Gerade wenn sich eine Gruppe noch nicht so gut kennt, ist es wichtig, die Teilnehmerinnen nicht zu überfordern. Komplizierte Spiele, Spiele mit engerem Hauptkörperkontakt oder solche Spiele, bei denen sich Einzelne vor der Gruppe präsentieren müssen, solltest du lieber auf später verschieben. Wenn du mehrere Spiele hintereinander machst, dann achte darauf, dass es eine gewisse Abwechslung gibt zwischen ruhigeren Spielen oder auch aktiveren Spielen. Die Rolle des Spielleiters oder der Spielleiterin. Spiele die Spiele, die dir Spaß machen. Die du kennst und die du auch selber schon mal gespielt hast. Denn die kannst du am überzeugendsten anleiten. Du hast alles notwendige Material parat und deine Spielfläche, egal ob drinnen oder draußen, ist gut vorbereitet. Du musst für dich selbst entscheiden, ob du jetzt mitspielst oder nicht. Natürlich ist es für deine Gruppe schön, wenn du live und mittendrin dabei bist. Aber es gibt auch schnellere Spiele,
oder kompliziertere Spiele, bei denen du als Leitung gut den Überblick behalten musst. Dann macht es Sinn, eher den unparteiischen Schiedsrichter zu übernehmen. Die anderen Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen können natürlich sehr gerne mitspielen oder dich als Leitung unterstützen. Das hängt immer vom jeweiligen Spiel ab. Die Spielerklärung. Überleg dir zu deinem Spiel die wichtigsten Regeln und erkläre so, dass die Gruppe möglichst schnell ins Spielen kommt. Schwierigere Regeln oder Spezialfälle kann man auch mal in Zeitlupe durchspielen. Wichtig ist, dass es nur eine ganz klare Version der Regeln gibt. Viele Köche verderben da den Brei. Drum macht es auch Sinn, dass es nur einen oder eine ganz klar benannte Spielleiterin oder einen Spielleiter gibt. Wie ein Spiel anläuft, kannst du ganz stark über deine Präsenz steuern. Such dir einen guten Standpunkt, sodass dich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gut sehen. Versuch motivierend und überzeugend anzuleiten. Als kleiner, fast schon banaler Trick, in einem Kreis steht jeder in der ersten Reihe. Das Spielgeschehen. Regeln können natürlich immer individuell verändert werden. Wichtig ist, dass alle auf dem gleichen Stand sind und dass du deine Rolle als Spielleitung behältst. Wenn du Gruppen bildest, dann achte darauf, dass diese gut ausgewogen sind. Während dem Spiel bist du verantwortlich für die Sicherheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das heißt, du musst eingreifen, wenn ein Spiel vielleicht mal zu wild wird oder wenn sich Gefahrenquellen auftun. Zum Beispiel, wenn ein Auto plötzlich auf den Hof fährt, auf dem gerade gespielt wird. Mit der Zeit wirst du ein Gespür entwickeln, wann der beste Zeitpunkt ist, ein Spiel zu beenden. Der Spruch, aufhören, wenn es am schönsten ist, der macht in diesem Zusammenhang echt Sinn. Spielen mit verschiedenen Altersgruppen. Kinder. Kinder wollen sich bewegen und das solltest du als Gruppenleitung einplanen. Ein Mix aus ruhigeren und aktiven Spielen hilft den Kids, ihre innere Spannung loszuwerden. Gleichzeitig lernen sie spielerisch auch von sich aus ruhiger und stiller zu werden. Jugendliche. Spiele sind für Jugendliche oft Kindergarten. Das heißt nicht, dass sie nicht gerne spielen. Sie wären einfach schon gerne älter und da gehört ihrer Meinung nach das Spielen nicht mehr so wirklich dazu. Dann bist du als Motivator oder Motivatorin gefragt. Manchmal hilft's, einfach loszulegen, ohne das Wort Spiel irgendwie in den Mund zu nehmen. Beim Tun kommt der Spaß meist von selbst. Erwachsene. Erwachsene haben oft extreme Spielhemmungen. Spiele wie im Sport, Fußball oder Volleyball sind akzeptiert. Auch hier ist es wichtig, mit den richtigen Worten und der richtigen Verpackung zu motivieren. Und dann sind Erwachsene oft doch dabei. Spiele mit Mädels und mit Jungs. Ganz unabhängig vom Alter gibt es Unterschiede im Spielverhalten von Jungen und von Mädchen. Das kannst du bei deiner Planung gut mitdenken. Natürlich schert man hier jetzt alles über einen Kamm. Aber in der Grundtendenz ist es schon so, dass Jungs eher die körperbetonten Spiele mit Wettkampfcharakter mögen. Für die Mädchen darf es gerne kreativ und gemeinschaftsfördernd sein. Diese Unterschiede kommen auch von übernommenen Rollenvorbildern. Spiele können genau da anknüpfen und neue Erfahrungen ermöglichen. Mädchen kann man sicher auch für Wettkämpfe begeistern und Jungen haben sicher auch Spaß an Kooperationsaufgaben. Mit Spielen kann man das soziale Lernen stark unterstützen. Gerade im Feld der Kooperation und des Vertrauens musst du aber immer sehr gut deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Blick haben. Spiele oder besser gesagt Übungen in diesem Bereich können viel auslösen. Das musst du als Gruppenleitung danach auch auffangen können. Wenn du dir noch nicht sicher bist,
dann lass besser die Finger davon. Probleme, die es geben kann. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, manchmal entsteht Enttäuschung und Frust. Achte bei Wettkampfspielen immer auf die Ausgeglichenheit der Teams. Es gibt viele Spiele auch ohne Sieger und Verlierer und die machen mindestens genauso viel Spaß. Keine Motivation. Du als Spielleitung bist der Schlüssel zum guten Spiel. Nur wenn du voll motiviert bist und das beim Erklären rüberbringst, ist die Gruppe auch mit dabei. Probier das ruhig mal aus. Aus Spielen kannst du ein richtiges Abenteuer zaubern. Wenn du passende Spiele kombinierst und in eine Rahmengeschichte einbaust, wird daraus eine tolle Aktion. Da kann man sich richtig austoben. Mit Theaterrollen, Kostümen, Deko, Musik und, und. Zum Thema Spiele gibt es viele, viele Bücher, Spielekarteien oder auch im Netz gibt es viele Infos zu finden. In deinem Juleika-Handbuch findest du auch eine Menge guter Literaturtipps. Ein Tipp aus der Praxis: Notiere dir alle Spiele, die du so kennst, auf einen Zettel. Das ist der ideale Spicker bei der Programmplanung für die nächste Aktion oder für deine nächste Gruppenstunde. Viel Spaß beim Spielen!